frage mich so ein bisschen, ob wir sozusagen irgendwie Geld genommen haben, was im Prinzip dreckig ist. Irgendjemand hat mal den Begriff des Blutgeldes fallen lassen. Hier, ich gehe kurz rein, weil du da nicht filmen darfst und dann sage ich, was passiert ist. Bei einem ziemlich großen Teil habe ich zu Tode geschunden. Hier habe ich bis vor kurzem studiert und 2 Jahre davon habe ich dafür sogar luxuriöserweise Geld bekommen durch ein Stipendium, das Deutschlandstipendium. Und das war natürlich ziemlich chillig, einfach so Geld zu bekommen. Obwohl ich gehört habe, dass das Geld irgendwie mit Verbrechen in der Nazizeit verbunden sein soll. Oh, immer schwer, ey. Das Geld für mein Stipendium kommt teilweise von der Familie Quandt. Und die Quandts haben im Nationalsozialismus in ihren Fabriken ZwangsarbeiterInnen ausgebeutet. Heute sind die Quandts eine der reichsten Familien in Deutschland. Zum Beispiel gehört ihnen fast die Hälfte von BMW. Ich finde, wenn man Geld hat, soll man es auch für gute Sachen ausgeben. Und nur um euch mal so eine kleine Größenordnung zu geben. Die Familie Quandt hat dieser Uni, also der kompletten Uni, nicht nur mir elitären Streberin, insgesamt 20 Millionen Euro schon gespendet. Unter anderem zum Beispiel in Form von dieser Skulptur. Aber es gibt sicher auch noch praxisnähere Projekte, in die diese Spenden geflossen sind. Es geht nicht darum, irgendjemanden anzuklagen. Es ist korrekt, Geld an eine Uni zu spenden, das ist super. Mir geht es darum, dass es was mit mir macht, dass ich nicht weiß, woher das Geld kam, das ich in meinem Studium zur Verfügung hatte. Ob das vielleicht von Menschen erwirtschaftet wurde, die im Nationalsozialismus unter Zwang und unter Qualen gearbeitet haben und vielleicht auch deswegen gestorben sind. Was hat Zwangsarbeit im Nationalsozialismus mit mir zu tun? Ehrlich gesagt, als ich die Info bekommen habe, dass mein Geld auch mit Verbrechen gemacht wurde, war mir das ein bisschen egal. Und dafür habe ich mich gleichzeitig auch ein bisschen angeekelt. Ich weiß gar nicht genau, warum ich nicht darüber nachgedacht habe. Ich habe noch nicht mal mit meinem Kumpel Chris darüber gesprochen, obwohl er das gleiche Stipendium hatte wie ich. Wusstest du, dass das Deutschlandstipendium zum Teil von der Familie Quandt gestiftet wird? Nee, das wusste ich nicht. Hast du schon mal den Namen gehört, Quandt? Ja, schon mal gehört, aber ich aber weiß nicht, was das ist. Viel. Also die Familie Quandt hat im Nationalsozialismus Zwangsarbeiter beschäftigt. Also Leute unter Zwang halt irgendwie ausgebeutet und da sind auch Leute gestorben und so. Mhm. Ich frage mich so ein bisschen, ob wir sozusagen irgendwie Geld genommen haben, was im Prinzip dreckig ist sozusagen. Mhm. Also du wusstest das nicht? Nee, ich wusste es. Und hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wer uns, woher das Geld kommt? Nee, also ich habe gedacht, es kommt. ich habe gedacht, eigentlich, es kommt von so ein paar dicken Unternehmen oder so. Und in dem Moment war ich einfach froh. Geld ist Geld, habe ich mir in dem Moment gedacht, als armer Studi. Ne? Und Stipendium klingt ja gut, irgendwie freut man sich ja erstmal einfach. Ne? Ja, so ging es mir. Ich habe es da jetzt auch auf jeden Fall nicht großartig hinterfragt. Ja. Ja. Aber meinst du. Meinst du, ist es irgendwie verwerflich? Ich würde sagen, einerseits schon. Andererseits ist es aber auch vielleicht besser, als wenn es bei der Familie bleibt, sozusagen. Ne? Also wenn ich mich damit jetzt intensiv beschäftigen würde, wäre ich mir sicher, klar, ja, dann, wenn man sich das alles vor Augen führt und dann sieht, was da für ein Leid war und was gleichzeitig da für ein Profit rausgeschlagen wurde. Und dann zu sehen, ja, okay, ich bin einer, der davon jetzt profitiert im Endeffekt. So, ne? Ich will das zwar nicht, aber im Endeffekt ist es halt so. Ja, auf jeden Fall kein gutes Gefühl, ja. So geht's mir auch. Aber wie steht eigentlich die Uni zur Vergangenheit der Quandts? Hallo, Herr Kaltenborn, hier ist nochmal Carla Reiter. Hallo, Sie hatten mich... Ja, genau. Hallo. Ich wollte mich noch mal melden wegen der Stellung. Ich habe schon ziemlich oft versucht, sie zum Gespräch zu bewegen. Aber die Uni ist ein bisschen zimperlich bei dem Thema, will ihren Geldgebern wahrscheinlich nicht auf die Füße treten. Tschüss. Keine Chance. Nee. Aber schriftliche Stellungnahme wahrscheinlich. Die
Nazi-Vergangenheit der Quandts ist auf jeden Fall kein Geheimnis. Günther Quandt, skrupelloser Unternehmer. Es gibt sogar ein Foto von ihm mit Hitler und so weiter. Ich will von Rüdiger Jungblut wissen, was die Quandts genau gemacht haben. Er hat schon 2 Bücher über die Quandts geschrieben und manche von ihnen auch persönlich interviewt. Was haben die Quandts im Nationalsozialismus gemacht? Die Quandts haben im Nationalsozialismus sehr viele Rüstungsgüter produziert. Die Produktion ist nachher fast ausschließlich militärisch gewesen. Insofern haben sie mit dazu beigetragen, dass Hitler seinen Krieg führen konnte. Sie haben in ihren Unternehmen Zwangsarbeiter beschäftigt, in sehr großer Zahl. Sie haben sogar KZ-Häftlinge beschäftigt. Sie haben versucht, unter den politischen Umständen ihr sozusagen Wirtschaftsreich noch zu erweitern. Also sie haben jeden Vorteil gesucht, den sie erreichen konnten. Warum war es bei den Quandts besonders schlimm? Die Zwangsarbeiter wurden dann in der Produktion wirklich ausgebeutet und zu einem ziemlich großen Teil wirklich zu Tode geschunden. Fast alle Unternehmen haben ZwangsarbeiterInnen ausgebeutet. Viele haben im Nachhinein gesagt, dass sie ihr Unternehmen anders nicht hätten retten können. Aber das kann doch keine Ausrede sein. Für die Quandt-Fabriken war Günther Quandt verantwortlich, das damalige Familienoberhaupt. Und am Ende ist dieser Günther Quandt tatsächlich nur als Mitläufer eingestuft worden. Und da muss man wirklich sagen, das ist völlig absurd. Ein Mann, der 10, 15 Mandate in Industriegesellschaften und Aufsichtsräten von Industriegesellschaften hat, der hat natürlich ein so breites Geflecht an Aktivitäten, dass das unheimlich schwer auszuklären ist. Und da muss man wirklich sagen, diese Entnazifizierungsverfahren an einem so komplexen Fall wie Günther Quandt haben die völlig versagt. Insgesamt haben die Quandts über 50.000 ZwangsarbeiterInnen beschäftigt. Zum Beispiel in der Firma Pertrix in Berlin-Schöneweide. Da fahre ich jetzt hin. Pertrix gehörte zu den Batteriewerken von Quandt. Damals AFA, heute Warta. Verrückt, oder? Wir benutzen diese Warta-Batterien für die Mikrofone, mit denen wir diese ganzen Gespräche hier aufnehmen. Und hier waren die ZwangsarbeiterInnen untergebracht, während sie für die Batteriefabrik arbeiten mussten. Mitten in der Stadt. Damals, vor über 75 Jahren, müssen das alle hier mitbekommen haben. Im Dritten Reich gab es so viele ZwangsarbeiterInnen, dass solche Siedlungen an jeder Ecke gestanden haben müssen. Christine Glauning vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit erzählt mir, was hier, genau hier, passiert ist. Gefühlt bin ich jetzt schon ein bisschen näher an der Geschichte. Pertrix war ein Betrieb, ein Baustein dieses Imperiums. Bei der Batteriefabrik Pertrix waren rund 2000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Sehr viele Frauen, weil diese feinteilige Batterieproduktion auch an so einer Art Fließband eben traditionell Frauenarbeit war. Insofern sind hier sehr viele Zwangsarbeiterinnen zum Einsatz gekommen. Und wie waren die Arbeitsbedingungen dort? Man muss dazu sagen, bei der Herstellung von Batterien muss man sehr viel mit gefährlichen und gesundheitsschädlichen Substanzen hantieren, mit Säure zum Beispiel. Grundsätzlich gab es Arbeitsschutzvorschriften, die galten für die deutschen Arbeiterinnen, aber die galten nicht für die Zwangsarbeiterinnen. Das ist das, was immer wieder in den Zeitzeugenberichten und auch in den Interviews erzählt wird, dass die Arbeit so schmutzig war, dass die Arbeit so gefährlich war, dass die Haut brannte, auch aufplatzte, dass es überhaupt keine Schutzvorkehrungen gab, keine Handschuhe, keine richtige Schutzkleidung. Also daran zeigt sich einfach schon sehr, sehr deutlich, wie schlecht die Zwangsarbeiterinnen behandelt wurden als minderwertige Frauen und Männer, denen man dann nicht den Arbeitsschutz zukommen ließ. Das sind die Menschen, die hier Zwangsarbeit leisten mussten. Genoveva Nuskowska erinnert sich. Der Lagerkommandant war ein grausamer Mensch. Er ging ständig durch das Lager und schlug die weiblichen Häftlinge grundlos mit einer Reitpeitsche. Hildegard Simon kam mit 25 Jahren nach Berlin-Schöneweide. Sie war Jüdin und hat nur durch einen Zufall überlebt. Wir haben uns sehr schlecht gefühlt, weil sie haben uns wenige Pausen gegeben. In den 11 Stunden habe ich gearbeitet. 11 Stunden früh und eine Woche 11 Stunden in der Nacht. Okay, Hildegard Simon hat für die Quandts gearbeitet und ihnen Geld gebracht.
Aber hat Ihre Zwangsarbeit jetzt wirklich direkt was mit meinem Stipendium zu tun? Viele Unternehmen sagen, dass sie auch schon vor dem Nationalsozialismus erfolgreich waren. Ihr Geld also nicht nur aus der Nazizeit stammt. Im Fall der Quanz, es stimmt, ja, sie waren vorher schon erfolgreich und vermögend, aber sie konnten diesen Reichtum auch nur aufrechterhalten durch Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterinnen und eines der erfolgreichsten Unternehmen nach 45 werden. Mit BMW? Genau. Haben die Geld gezahlt? Haben sie sich in irgendeiner Art und Weise, haben sie irgendwie ihre Taten anerkannt? Es hat sehr lange gedauert, bis Zwangsarbeit überhaupt als NS-Unrecht anerkannt worden war. Das betrifft die ganze deutsche Nachkriegsgesellschaft, das betrifft diejenigen, die davon profitiert haben, also auch die Quanz, die großen Unternehmen, die von Zwangsarbeit profitiert haben. Erst durch die Debatte in den 90er Jahren ist überhaupt erstmals in den öffentlichen Blick gerückt, dass Millionen von Menschen einfach als NS-Opfer vergessen worden sind und sie auch niemals entschädigt worden sind. Sie wurden dann entschädigt, wenn man das überhaupt so nennen kann. Maximal 7.700 Euro haben überlebende KZ-Häftlinge bekommen, die in den Pertrix-Werken arbeiten mussten. Später haben die Quanz auch an das Dokumentationszentrum hier in Berlin gespendet. Unter anderem haben sie eine Ausstellung zur Zwangsarbeit in den Pertrix-Werken finanziert. Sie haben auch darüber diskutiert, ob Sie das Geld annehmen. Natürlich haben wir diskutiert, was das jetzt bedeutet, wenn wir A, dieses Geld annehmen und B, waren wir uns am Anfang ja auch nicht sicher, ob es Einfluss geben wird auf die inhaltliche Arbeit. Und das ist auch nicht passiert. Also es gab keinen Einfluss von Seiten der Familie. Und das war der Hauptgrund für die Diskussion? Oder haben Sie auch wirklich gedacht, das ist dieses selbe Geld? Das war ein Punkt für die Diskussion, aber natürlich war schon auch ein Punkt, inwieweit wir, irgendjemand hat mal den Begriff des Blutgeldes fallen lassen, ne? Also inwieweit wir moralisch legitimiert sind, dieses Geld auch anzunehmen. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit dem Geld einfach auch dazu beitragen können, die Geschichte der Zwangsarbeit auch vor allem in dem internationalen Kontext weiter zu vermitteln. In solchen kleinen Räumen haben damals über 20 Menschen gelebt, auf Pritschen und Strohsäcken. Es ist schon krass, hier zu sein. Hier waren sie gefangen, hatten Hunger und haben gefroren. Nach einem 11-Stunden-Tag am Fließband mit giftigen Batterien, ohne Schutzkleidung. Es war saugut hier gewesen zu sein, auf jeden Fall. Und es hat mich tatsächlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es mich wirklich in dieser Frage weiterbringt. Aber ich glaube, es hat mich weitergebracht, weil es doch immer krass ist, den Opfern irgendwie nahe zu sein so, oder da noch mehr rauszufinden. Außerdem ist schon wieder so gewesen, dass ich gedacht hätte, ich würde super viel über Nationalsozialismus wissen. Aber in Wahrheit wusste ich zum Beispiel super wenig über Zwangsarbeit. Ich will natürlich auch mit den Quanz selbst sprechen und fahre zur Johanna-Quanz-Stiftung nach Bad Homburg. Die Quanz haben sich erst 2007 mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, aber erst nach massivem öffentlichen Druck. Dann haben sie einen Historiker beauftragt, der die Nazi-Vergangenheit schonungslos erforscht hat. Boah, guck mal hier, schon klischeehafte Taunus-Szenerie hier, Frankfurter Speckgürtel, dicke Villen, ohne Namen an der Klingel. Hier wohnen, glaube ich, wirklich die reichsten Menschen in Deutschland. Unter anderem eben die Quanz. Oh Gott, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Okay, also ich versuche nochmal mit dem Pressesprecher von der Johanna-Quanz-Stiftung zu sprechen. Bisher hat er sich geweigert, sich zu äußern. Wir haben zwar telefoniert, aber er wollte sich einfach nicht äußern. Also ich gebe ihm jetzt eine letzte Chance. A.k.a. ich bitte ihn eindringlich darum, mit mir zu sprechen vor der Kamera. Genau, du wartest hier. Ich gehe kurz rein, weil du da nicht filmen darfst. Und dann sage ich, was passiert ist. Das Haus hier ist übrigens nach Günther Quandt benannt. Das Günther-Quandt-Haus. Ihm gehörten die Pertrix-Werke.
Hallo. Hey. Okay. Krass, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass er mich empfängt, hat mir dieses Buch gegeben von Joachim Scholtisek, der Historiker, der die Geschichte der Quanz aufgearbeitet hat. Und wir haben ziemlich lange gesprochen, wir haben uns auch verstanden. Er hat meine Argumente, glaube ich, alle verstanden, wollte sich trotzdem nicht äußern. Das finde ich so ein bisschen schade und das verstehe ich tatsächlich auch nicht ganz. Aber er hat gesagt, alle Infos kommen dann quasi in dem Statement der Uni. Genau. Aber es war ein ganz gutes Gespräch. Ich finde es trotzdem schade, dass er sich nicht äußert, weil ich es auch nicht verstehen kann. Weil im Prinzip gehen sie ja offen jetzt damit um. Das ist, hier steht alles drin, genauso wie wir es gestern in der NS-Gedenkstätte gehört haben. Deswegen verstehe ich das nicht. Die Quanz haben mir das Buch über ihre Familiengeschichte geschenkt. Aber wie ich mit dem Erbe meines Stipendiums umgehen soll, das weiß ich immer noch nicht genau. Ich frage meinen ehemaligen Prof. Ralf Banken um Rat. Er hat die Wirtschaftsgeschichte der Nazizeit erforscht. Wenn Sie halt sagen, ich fühle mich nicht wohl oder ich möchte dieses, oder wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte dieses Stipendium von Quanten aufgrund der Vergangenheit nicht annehmen, dann hat man das Problem, dass man sozusagen auch nicht mit einem VW kaufen darf. Oder man darf sozusagen nicht mit einem MAN-Bus durch die Gegend fahren im öffentlichen Nahverkehr oder mit einer U-Bahn von Siemens oder was weiß ich auch immer. Oder mit der Bahn. Die Entscheidung kann man natürlich keinen abnehmen, ich als Historiker schon gar nicht. Aber die Situation ist halt nicht so einfach. Ja. Und die Realität ist einfach, dass der Nationalsozialismus als... Das ist halt wirklich in jeder Pore der deutschen Gesellschaft ein Stück weit gewesen. Inwieweit sozusagen das heute noch ist und nicht vielleicht ausgeschwitzt ist, ist eine andere Frage. Ja. Insofern ist es für mich eine hypothetische Frage, ob ich mich sozusagen persönlich, weil ich mich dadurch belastet fühle, wirklich vom nationalsozialistischen Erbe der Vergangenheit vollständig in irgendeiner Weise freimachen kann. Ich würde sagen, schwierig. Mehr als schwierig. Ich habe ja meine Uni gefragt, wie sie damit umgeht, dass die Quanz ihr so viel Geld gespendet haben. Und jetzt kam die Antwort, ein schriftliches Statement. Und darin dankt die Uni vor allem den Quanz für ihre Großzügigkeit, für die großzügigen Spenden. Und da steht drin, dass sie froh ist darüber, dass die Quanz sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt haben. Aber konkret zu den Verbrechen Nationalsozialismus der Quanz steht da echt nichts drin. Ich verstehe einfach nicht, warum weder die Quanz noch die Uni nicht einfach offen mit mir über dieses Thema vor der Kamera sprechen. Und warum sie immer noch so oberkontrolliert mit diesem Thema umgehen. Es ist einfach immer noch ein Wunderpunkt und es ist eben nicht mit der Aufarbeitung getan. Also was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Super viel natürlich. Ich habe Geld von den Quanz bekommen und die steckten knietief im Nazisumpf. Aber würde ich jetzt das Stipendium nochmal annehmen? Fuck, ich weiß es immer noch nicht. Ja, also wahrscheinlich würde ich es wieder machen. Aber ich würde mich auch irgendwie immer noch kacke dabei fühlen. Wie hättet ihr euch eigentlich entschieden? Und wart ihr schon mal in so einer ähnlichen Situation? Das würde mich wirklich mega interessieren. Deswegen schreibt es mir doch einfach in die Kommentare.